Okay, Ladies and Gentlemen, heute gibt es mal wieder einen Aktien mit Kopf Depot-Check für euch. Und zwar zu einem relativ neuen Broker, den viele von euch wahrscheinlich noch gar nicht kennen werden. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Kanal für Privatanleger, die sich für die Börse interessieren. Und wenn wir Aktien kaufen wollen, brauchen wir dafür nicht nur auf der einen Seite eine Börse, schöne Grüße an Richie, sondern natürlich noch eine Bank. Und diese Banken oder auch Online-Broker genannt, die gibt es ja in immer größerer Anzahl, was generell auch gut für uns Kunden ist, denn dann gibt es auch immer wieder Wettbewerbsdruck und es gibt immer wieder neue Angebote. Und deswegen möchte ich euch heute einfach mal hier redaktionell vorstellen, was ich alles hier rausgefunden habe über den Next Markets Broker. Der wirbt mit gebührenfreiem Handel mit Aktien, ETFs, CFDs ab 250 Euro. Also man kann auch für weniger als 250 Euro handeln, dann ist es aber nicht gebührenfrei. Alles zu den Kosten und so weiter erfährst du natürlich später oder wenn du direkt hier unten in der Infobox guckst, da habe ich natürlich auch Timestamps wie immer mit drin. So, wer steckt eigentlich bei Next Markets dahinter? Das ist die Next Markets AG, die in Köln sitzt, zusammen mit ihrer Tochter, der Next Markets Limited in Malta. Das Angebot dieser Bank sieht so aus, dass ähnlich wie auch bei anderen Brokern die depotführende Bank hier die Baader Bank ist. Eure Wertpapiere und so werden ganz normal bei Deutschland in Clearstream und so aufbewahrt, zusammen mit der Getex-Börse als Handelspartner. Über die Getex-Börse könnt ihr ja ziemlich viele Wertpapiere von 8 bis 22 Uhr handeln, also zum Glück eine große Handelszeit hier. Und insgesamt gibt es dann eben über diese Börse 7000 Aktien in 52 verschiedenen Ländern und 1000 ETFs. Also dieses Angebot hat man eigentlich jetzt nach und nach erst dazu genommen, weil davor war man eigentlich ein reiner CFD-Broker. Und was halt bei diesen auch noch besonders ist, dass es hier viele Coaches gibt, also wirklich auch Leute, die online so alle möglichen Trading-Webinare und Seminare und so weiter abhandeln rund um das Thema CFDs. Ja, das heißt, man kann auch bei vielen von diesen Aktien natürlich dann selber entscheiden, okay, möchte ich tatsächlich das eigentliche Wertpapier kaufen oder möchte ich halt eben CFDs auf diese Wertpapiere handeln. Also eine Mischform kann man hier sagen. Dann, was die Orderarten angeht, die sind jetzt so die Standard-Order, also eine ganz normale Market-Order logischerweise. Dann natürlich kann ich auch mit Limits handeln und auch mit Stop-Loss. Über Trailing-Stops und so habe ich jetzt leider nichts gelesen. Da müsstet ihr vielleicht nochmal selber nachschauen, aber ich habe dazu nichts gefunden. Was die Kontoart angeht, so sieht es aus. Ihr könnt euch ein ganz normales Einzelkonto dort einrichten. Ihr könnt auch ein Gemeinschaftskonto führen, wenn ihr wollt. Ja, also vielleicht wollt ihr, dass ich bei euch mit ins Konto reingehe. Falls nicht, dann macht ihr lieber ein Einzelkonto. Ansonsten könnt ihr leider kein Geschäftskonto dort eröffnen. Das ist aber sowieso in den meisten Fällen nicht anzuraten, weil es einfach immer schwieriger wird. Und das hat nichts mit den Brokern zu tun, sondern einfach mit diesem ewigen EU-Papierkrieg, den man da mittlerweile irgendwie macht, egal wo man sein Depot eröffnen möchte. Ja. Ein Junior-Depot gibt es allerdings auch nicht. Das heißt, als Minderjähriger auch nicht mit einer Vollmacht von den Eltern oder so kann man dort kein Depot eröffnen. Hier gibt es allerdings auch eine recht modern gestaltete App, also die ihr ganz normal dann über euer Smartphone und so bedienen könnt. Also all das Ganze ist somit auch ziemlich schnell eingerichtet. Man braucht halt ein paar Minuten und schon kann man heutzutage einfach ein Depot eröffnen. Ja, also ein unfassbarer Mehrwert, wollte ich nur an dieser Stelle mal sagen, weil ich mache ja sonst hier bei den Aktienanalysen immer die Geschichte. Und wenn man sich die Geschichte des Wertpapierhandels anguckt, wie ich damals noch zur Dresdner Bank dann gelaufen bin und so, hört mir auf, sage ich euch. Ja, aber jetzt wollt ihr natürlich wissen, okay, was kostet uns denn der ganze Spaß, wenn man jetzt hier zum Beispiel Aktien oder auch andere Wertpapiere handeln möchte. Wie gesagt, unter 250 Euro pro Order, die ihr dann an die Getex-Börse schickt, kostet euch das 1 Euro, ja, pro Order. Und über 250 Euro wird es dann halt eben umsonst. Ja? Also gibt hier quasi so eine Art Mengenrabatt, kann man sagen.
Dann Anmeldung für eine Hauptversammlung, 25 Euro. Ich weiß nicht, wie viel das bei euren Brokern kostet. Je nachdem kann es aber auch durchaus mal teurer werden. Finde ich sowieso allgemein ein recht komisches Prinzip, wenn ihr mich fragt. Also eigentlich, finde ich, sollte man in der heutigen Zeit mit einem Depotauszug hingehen zur Hauptversammlung, so wie es bei Berkshire Hathaway in Amerika auch ist, und sagen, passt mal auf, hier sind meine Aktien fertig, so, gib mir das Ticket für die HV. Aber mich fragt ja keiner. Falls ihr Namensaktien kauft und so weiter, dann fallen eben auch Gebühren für die Eintragung ins Namensregister an. Das ist ja auch völlig normal. Natürlich nicht für jede Aktie einzeln, die ihr dann kauft, sondern nur bei der Transaktion hier von 2 Euro. Weil wenn ihr halt eben eine Namensaktie kauft, werdet ihr dann tatsächlich auch als Aktionär im Namensregister dann halt hier mit eingetragen. Ansonsten aber gibt es hier keine Gebühren. Das heißt, es gibt hier keine Depotführungsgebühren und irgendwelche sonstigen Einrichtungsgebühren, Einzahlungsgebühren gibt es keine. Es gibt auch keine Auszahlungsgebühren, wenn ihr vom Depot Geld oder so abheben wollt und so. Natürlich ist es so, wenn ihr an der Börse Aktien kauft, gerade auch zum Beispiel außerhalb der großen Börsenhandelszeiten wie Xetra oder in den USA eben die entsprechende NYSE oder Nasdaq, habt ihr natürlich auch immer erhöhte Spreads, aber das sind halt nicht die Gebühren, die jetzt dieser Broker hier hat, außer natürlich im CFD-Bereich, das ist nochmal ein anderer Punkt, ja. Aber ansonsten sind das natürlich potenziell auch Gebühren, die ihr als Anleger natürlich zahlt, ja. Und da sollte man auch unbedingt immer drauf achten, da sage ich am Ende noch zu was. Aber ansonsten, wie gesagt, hier keinerlei sonstige Kosten erstmal. Also auf jeden Fall ein guter Punkt. Jetzt habe ich hier zum Ende nochmal, was diesen Broker betrifft, so ein paar Vorteile, die ich gesehen habe, sowie ein paar Nachteile, wenn man das jetzt mit anderen Angeboten und so weiter vergleicht, für euch aufgelistet. Für mich ganz klar der Vorteil, weil einer der ersten Dinge, die jetzt wahrscheinlich viele von euch sagen, die schon diverse gratis oder günstig Broker auf ihrem Smartphone haben, ist, warum soll ich denn jetzt hier ein Depot eröffnen, wo ich doch sowieso schon irgendwie habe? Nun ja, hier ist nochmal, finde ich, so ein bisschen der Mehrwert, dass man eben eine App nutzen kann, mit ziemlich vielen Aktien und so weiter und zusätzlich das Ganze eben aber auch entspannt von seinem Desktop aus machen kann. Und das ist ja nicht bei allen Brokern möglich, dass man eben, was die Gebührenstruktur hat, echt eine faire Struktur hat. Es ist auch so, beispielsweise für die Erhaltung von irgendwelchen Dividenden, auch Auslandsdividenden, wo manche Broker ja immer noch Gebühren für verlangen, eine Frechheit, wenn ihr mich fragt, müsste ich hier nichts abdrücken. Auch nicht für den Handel mit irgendwelchen Bezugsrechten oder so habt ihr auch keine Gebühren mehr zu erwarten. Und ihr habt auch zusätzlich noch die 100.000 Euro Einlagensicherung ganz normal auf eurem Verrechnungskonto, wie es natürlich auch bei einer normalen Bank jetzt mittlerweile überall zu haben ist. Ja, also das sind so, finde ich, ganz klar die Vorteile und Stärken hier von diesem Next Markets Broker. Was halt ein bisschen der Nachteil ist, ist, dass sie tatsächlich steuerunschön sind, wenn du jetzt in Österreich oder auch in Deutschland beispielsweise dir so ein Konto eröffnest. Ja, also ich sage mir immer mittlerweile, das ist jetzt kein Hals- und Beinbruch, aber manche Leute bei dem Thema Steuern schalten sie so komplett ihren Kopf ab und denken immer, oh Gott, da darf ich nur nichts irgendwie falsch machen oder so. Es bedeutet einfach, dass hier, abgesehen von den inländischen Dividenden, Quellensteuern und so weiter, hier erstmal keine Steuern eingezogen werden direkt von den Abgeltungssteuer, wenn ihr irgendwas mit Gewinn verkauft. Die geben das selber als Liquiditätsvorteil an für euch, was zugegebenerweise auch stimmt. Ja, wenn man unterjährig irgendwelche Aktien mit Gewinn verkauft, wenn ich jetzt BioNTech irgendwie verkaufen würde mit Gewinn und ich müsste irgendwie diese 5.000 Euro direkt abführen, dann habe ich sie in dem Moment jetzt nicht. Ja, theoretisch könnte ich aber mit diesem Gewinn ja weiter investieren, noch mehr Rendite machen und am Ende des Jahres, wenn er noch da ist, der Gewinn, zahle ich dann das Ganze irgendwann dann in meiner ganz normalen Steuererklärung. Das heißt, dieser Liquiditätsvorteil ist natürlich dadurch gegeben, weil man eben nicht direkt Steuern zahlen muss, ja, so wie es ja auch immer ist als Unternehmer im Vergleich zum Angestellten. Aber für die Leute, die halt eben sagen, nee, ich möchte aber, dass das alles automatisch geschieht und so weiter, da ist es halt hier nicht so. Du kriegst ganz normal eine Steuerbescheinigung am Ende des Jahres. Und mit der kannst du dann das Ganze mit deiner normalen Einkommensteuererklärung halt eben einreichen. Also es ist jetzt alles heutzutage nicht mehr unbedingt so sehr kompliziert. Ein anderer negativer Aspekt, der aber wahrscheinlich noch
kommen wird, kann man ja annehmen, ist, dass es bisher noch keine Sparpläne gibt, weder bei Aktien noch bei ETFs. Das heißt, da muss der Broker ganz klar noch so ein bisschen zulegen, wenn ihr mich fragt. Und das ist jetzt hier eigentlich, kann man fairerweise sagen, weil es ist halt immer so eine Sache von, mache ich das in Klammern, es ist ja halt immer eine Definitionssache, was will man genau, ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Fitnessstudio. Ich kann halt eben in McFit reingehen, da habe ich ein super Angebot, einen extrem günstigen Preis, den ich zahle, aber ich kann halt eben bei McFit nicht erwarten, dass ich jede Dienstleistung dort bekomme, von Personal Training bis irgendwie individuelle Massage oder irgendwas. Das kann ich dann vielleicht in einem spezialisierteren Fitnessstudio bekommen. Und so ist es halt eben immer das, dass bei einer Börse eben auch alle Einschränkungen kommen, die damit einhergehen, wenn ich nur über einen Handelsplatz handeln kann. Nämlich, ich habe halt eben nur diese Uhrzeiten, gut, das deckt sich sowieso mit dem, was die meisten von euch handeln. Aber gerade, wie gesagt, außerhalb von 9.30 Uhr bis irgendwie 17.30 Uhr oder bis wann irgendwie etc. immer auf hat, steigen eben die Spreads in der Regel natürlich an. Und gerade dann, wenn wir halt über kleinere und vor allem ausländische Aktien reden, wo eben GETTEX nicht die Heimatbörse ist, also gerade so mittlere bis kleinere US-Werte oder auch asiatische Werte oder für polnische Investoren oder Leute, die polnische Aktien kaufen oder auch Norwegen und weiß was ich, alles für andere Länder, Italien, Frankreich und so weiter, wird es halt einfach höhere Spreads an der GETTEX-Börse geben. Und das ist halt eben auch ein Punkt, den man wissen muss, wo man sagt, hey, diese ganzen kryptischen Unternehmen und so weiter und Wertpapiere will ich sowieso nicht kaufen, dann ist es auch nicht weiter wichtig. Und dann kann man eben halt dadurch, dass man hier nur diese eine Börse hat, eben aber wunderbar, wie es ja auch bei Smart Broker oder bei anderen ist, dann eben hierfür tatsächlich 0 Euro gebührenfrei handeln, sogar schon ab 250 Euro. Also finde ich insgesamt schon ein definitiv faires Angebot. Jetzt am Ende natürlich noch ein bisschen Werbung. Wenn du bei Next Markets dir ein Depot eröffnen möchtest, kannst du das kostenlos tun. Hier unter diesem Video habe ich einen Werbelink, also einen Affiliate-Link gepostet. Das heißt, wenn du dir ein Konto dort einrichtest, dann bekomme ich eine Provision dafür. Ja, ich wurde jetzt nicht für dieses Video hier direkt irgendwie bezahlt, aber wenn du ein Konto über mich einrichtest, kriege ich dafür eine Provision, die aber nicht von deinen Gebühren jetzt irgendwie dann abgezogen wird, wenn du Aktien kaufst. Ja, so viel erstmal dazu. Falls du sonst noch irgendwie Fragen hast, ja, hau sie einfach unten in die Kommentare und jetzt kennst du wahrscheinlich einen weiteren Broker, aus dem du in Zukunft jetzt irgendwie auch ja, auswählen kannst. Gerade übrigens auch, was Bezugsrechte und so weiter angeht, wie zum Beispiel auch, wenn es um ja, IPOs geht und so, dann ist es ja, wie ich ja auch schon öfter gesagt habe, gar nicht unbedingt schlecht, wenn man mehrere Broker hat, auf die man zurückgreifen kann. Aber das müsst ihr natürlich am Ende des Tages immer selber entscheiden. Ich bin nur hier, um euch zu informieren. Und deswegen könnt ihr gerne diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr immer weiterhin, wenn neue Videos kommt, informiert werdet. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.